Ja, herzlich willkommen zu dem nächsten Homehive-Video und zwar, wie wir jetzt heute an Tag 14 die zweiten Fangwaben rausnehmen. Ich bin da selber schon ganz gespannt drauf, weil hier bei dem Bienenvolk ergibt sich eine ganz kleine Zwickmühle und die ist einfach die, dass wir das letzte Mal bei der ersten Fangwabe gar keine wirkliche Brut drauf hatten. Das kann teilweise durch die Bruten, also durch die Absonderung der Königin im Allgemeinen mal passieren. Aber im Regelfall war es dieses Jahr leider einfach die breite Masse. Hier bei uns in Baden-Württemberg, also speziell Karlsruhe, nicht unbedingt Baden-Württemberg komplett, aber bei uns die Ecke Karlsruhe, da war jetzt, ja, wir haben jetzt 9 Wochen keinen Regen mehr gehabt. Das ist da draußen alles furztrocken geworden und die Bienen haben wirklich flächendeckend ihre Brut deutlich eingeschränkt. Manche Völker haben sogar komplett aufgehört zu brüten. Das hat viel mit dem Polleneintrag auch zu tun. Und normalerweise muss man ja davon ausgehen, dass wenn man eine Brutentnahme macht, das erste Mal, also sprich die Königin wird hier rein separiert auf ihre Fangwaben, 2 Stück. 3 Wochen später gehe ich hin, schneide die wieder raus. Das sollte ja passiert sein, aber 3 Wochen lang haben sie hier nämlich nichts gemacht und saßen einfach nur so rum. Die ganze Varroa liegt jetzt sozusagen offen und in der 3. Woche konnte ich die Brut nicht rausschneiden. Und normalerweise könnte man dann sagen, ich ergänze das ganze Ding mit der Milchsäure, also gehe in eine Biokombinationstechnik rein. Nur könnt ihr halt Milchsäure oder auch die Ameisensäure sowie jedes andere Behandlungsmittel nicht benutzen, solange ihr noch Honig drin habt. Das ist genau hier der Fall. Also da das Volk ja hier nach wie vor noch sammeln tut, die Goldrute, die honigt auf jeden Fall noch. Blütenpollen kann man auch am Flugloch sehen, da kommt so gut wie nichts mehr rein. Honigraum füllt sich hier ein bisschen, läppert sich durch Läppertrachten. Und vor allen Dingen wird ja von meinem Honigraum hier hinten, werden ja immer wieder hier Töpfe aufgestellt. Ne? Also die sollen halt Waben leer schlecken und das Entdeckungswachs sauber machen. Und wenn man das halt jeden Tag macht, dann reichert sich da halt auch wieder etwas an. Jetzt glaube ich, bin ich gerade vom Thema abgewichen. Was war nochmal der Kern? Genau, dass wir halt hier in der 3. Woche nicht die Brutwaben ziehen konnten, also die Fangwaben, und auch leider nicht in derselben Zeit mit Milchsäure durchsprühen, weil wir eben noch Honig drin haben. Dann haben wir ja vor 3 Wochen dann gesagt, dann lassen wir halt die Waben drin. Ich erinnere mich aber noch, dass ich die eine Drohnenwabe, wo sicher ist, dass er dann in den nächsten 14 Tagen auch nicht reinbrütet, rausgenommen habe und ausgewechselt mit einer dunklen Bienenwabe, wo man eigentlich sich ziemlich sicher sein kann, dass die Königin da jetzt drauf gebrütet hat. Und heute sind wir 14 Tage später. Also der Eingriff geht halt, die Varroa-Zeit beginnt, fängt im Regelfall irgendwann zum August dann an. Dann setzen wir die Königin hinten in unsere Königin Fangwaben rein und lassen 3 Wochen später, also wir nehmen verdeckelte Brut, ist ganz wichtig bei dem Prozess, verdeckelte Bienenbrut nehmen oder eine leere Drohnenwabe zum Beeiern. Und genau 3 Wochen später ist die dann wieder bebrütet oder die leere Drohnenwabe ist verdeckelt. Dann können wir einen ersten Cut machen. Dann setzen wir hinter die Königin, also wieder zu sozusagen den Fangwaben, 2 neue Fangwaben rein. Bestenfalls auch wieder richtig dunkle, schwarze Waben, die vielleicht auch ein Loch drin haben, was wir gar nicht so auch in der Saison haben wollen, oder dunkle Waben, die, oder helle Waben, die oben an oberen Kanten Drohnenbrut haben, wo wir auch nicht schneiden können im nächsten Jahr. Und das sind so Waben, wo man jetzt dann eben bevorzugt. Und naja, wie gesagt, nach der 3. Woche rausschneiden und dann die 2. Fangwaben reinhängen und 14 Tage später die 2. Runde der Fangwaben rausnehmen. Und wenn man eben jetzt nicht in der Honigproduktion ist, kann man diese ganze Technik auch mit der Milchsäure ergänzen, und zwar beim 1. Taktung, also nach den 3 Wochen oder aber auch nach den 14 Tagen dann wieder. Wie es jetzt heute ist, schauen wir mal. Ja, also man merkt hier, der Honigraum, der ist einfach nach wie vor echt richtig, richtig schwer. Möglicherweise kann man dann auch bald schon wieder ernten. Ja, das sieht schon gut nach Ernte aus dann in Kürze. Ich sehe schon, das sieht hier ganz gut aus. Die Bienen haben mir hier doch das gemacht, wie ich sie halt so kenne.
Also bei diesem Prozess von der Brutentnahme, ihr seid in allen Fällen bei der zweiten Brutentnahme immer erfolgreicher wie bei der ersten. Das ist auch klar. Man könnte meinen, die Bienen nehmen durch die Brutentnahme von der Volksmasse ab. Nein, tun sie nicht. Sie nehmen durch Krankheiten ab und sie nehmen durch Varroa ab. Durch diese Rhythmen hier der Brutentnahme kann dem Bienenvolk eigentlich nicht viel passieren. Man darf auch nicht vergessen, dass ganz viele Bienen sich dem Leben, also der Altersstufe, anpassen. Das hat die Natur zum Glück so eingerichtet, dass wenn die Bienen mal im Sommer eine gewisse Zeit keine Brut haben, dass es dem Bienenvolk nicht schaden tut. Das ist natürlich und die Biene hat dagegen Mechanismen. Und das Schöne ist bei der Brutentnahme, dass sie ja dadurch so ein Naturphänomen nur simulieren. Und dadurch haben wir natürlich schon diese schönen Vorteile, die Varroas draußen. Die Biene wird mal kurzzeitig langlebiger und wenn man die Königin wieder freilässt, dann brütet die halt doppelt so viel und dann stabilisiert sich euer Bienenvolk wieder nach wenigen Wochen. Schaut mal, die haben sogar wieder Waben gebaut. Ist das nicht toll? Richtig gut und auch unglaublich. Ihr könnt ja auch hier den Jahresverlauf vor- und zurückspulen. Das Tutorial ist ja sozusagen wirklich über die kompletten Jahresverläufe drin. Und dann könnt ihr das vielleicht auch vergleichen. Also wenn mir jetzt jemand nicht glaubt, dass die Bienen da irgendwie Masse nicht verlieren, dass sie so circa gleich bleiben, der kann sich die Beweise angucken beim Vor- und Zurückspulen. Klar, ein bisschen kleiner werden die schon, das ist ja logisch. Aber jetzt nicht so, dass man sagt, oh Gott, wo sind meine Bienen hin? Weil dieses oh Gott, wo sind die Bienen, das ist halt Varroaschaden und krankheitsbedingt. So. Das war ja die Wabe, die wir zugehängt haben das letzte Mal. Da ist jetzt schon mal die Königin auch drauf. Und, also genialer geht es halt nicht. Das ist eine Drohnenwabe. Die ist richtig voll mit Eiern. Da haben wir Eier und Larvenbildung schon drauf. Und besser hätte es nicht sein können. Das da unten sollte man nochmal genauer beobachten. Da ist nämlich so ein Näpfchen entstanden. Da mal gucken, nicht, dass die Königin da oben geweißelt werden soll. Nö. Wie schaut's da aus? Näpfchen bleibt Näpfchen, da ist kein Ei drin, dann kann ich es auch ignorieren. Königin ist auf jeden Fall schon mal da. Die hängen wir jetzt hier raus. Und da ist unsere Fangwabe drin. Ja, das ist doch mal eine richtig geile Nummer. Das war das, wo ich vor 14 Tagen gemeint habe. Wenn sie halt in der ersten Phase nicht wirklich Eier legen will, dann muss man halt so eine richtig angebrütete, dunkle Bienenwabe reingeben, keine Drohnenzellen, aber auch hier, ihr seht, also es hat auch hier geklappt, die Drohnen sind drin. So, also jetzt dürfte ja diese Wabe richtig bockelvoll sein mit Varroamilben. Das schauen wir uns jetzt auch ganz genau mal an. Erster Schnitt. Das waren jetzt nur die Kanten von den Larven. Da ist noch nicht viel zu erwarten und leider muss man halt wieder sagen, es ist halt auch wieder eine dunkle Wabe. Zweiter Schnitt, bockelvoll mit Varroa. Also hier, ich hoffe, man sieht das jetzt nicht, den Kopf so richtig bewegen. So, ich denke, dass hier, ich hoffe, dass ihr das seht. Ich sehe halt nicht, wo ich hinleuchte hier mit dem Teil. Mein Handy ist auch dauernd kaputt. Hier alles voll mit Varroa. Also brutal. Da ist jede Zelle betroffen. Das war jetzt der zweite Schnitt. Jetzt gehen wir in den dritten Schnitt rein. Sieht auch nicht besser aus. Geht gerade weiter. Die hocken hier überall. Alles voll mit Milben. Da. Und hier. Krass, krass, krass. Fünfter Schnitt. Puh, ist noch übler. Also ich glaube, weniger Varroa kann man in der Brutwabe nicht mehr haben. Und jetzt kann man hier auch nochmal schön das zeigen, was ich da im letzten Video meinte mit der Varroa-Scheiße. Weil, guck mal, seht ihr da unten diese mega weißen, verpunkteten Stellen. Natürlich ist der Varroa-Kot einzeln betrachtet. Das sind so ganz kleine weiße Pünktchen. Und wenn sie halt alle in der Ecke scheißen, dann hat man halt da so einen ganzen Hotspot von der Kacke. Und selbst wenn die Milben draußen sind, kann man es halt immer am Varroa-Kot dann noch sehen, dass eben da
Milben drin gewesen sind, die die Bienen möglicherweise rausgeräumt haben. Man kann ja auch seinen Bienen das beibringen, dass sie Varroa-sensitiv werden. Das geht, indem man einfach das voll genau beobachtet. Grooming, Ausbiss, also Reinbeißverhalten der Zellen und die Isolationszellen auf die drei Punkte muss man achten. Das sind die Mechanismen, wie Naturbienenvölker gegen Tropileaz und Varroamilben vorgehen, und zwar äußerst effizient. Mehr wie diese drei Mechanismen braucht es übrigens auch nicht, um varroaresistente Völker zu haben. Also ich weiß, ich habe es nicht mal gezählt, wie viele Schnitte es waren, aber hey, also krass. Da, das ist alles voll. Hier ist alles einfach irgendwie besetzt mit Varroamilben. Na gut, da war jetzt mal eine, die war gesund, aber ich habe die andere Seite der Zelle nicht gesehen. Selbst hier wieder Varroa-Scheiße drin. Die war jetzt auch gesund. Da geht es wieder mit Varroakot los. Varroakot. Varroakot. Milbe sogar. Die war wieder gesund. Varroakot. Varroakot und Milbe. Und hier ist das, ja, weg damit, sag ich mal. Die Aktion, da fangen wir an, hat hier auch richtig gut geklappt. Und dann machen wir halt das Oberträger hier noch schön sauber, dass wir es wieder zurückhängen können zum Bienenvolk. Jetzt wisst ihr auch, warum ich vorhin gemeint habe, nur diese ekelhaften Waben nehmen für die Aktion, weil wenn ihr es so abschneidet, wäre ja schade, wenn man da in die Brutentnahme die schönsten Waben reinpackt und möglicherweise auch für ein Bienenvolk stark einschränkend im Spätjahr, weil die sind einfach im Spätjahr mega baufaul, und da kann man halt speziell sagen, wenn man im Naturwabenbau imkert, jede Wabe zählt. Es ist ganz wichtig, dass ihr versucht, so viel Waben zu behalten, wie es geht über den Winter. Und im Frühling dann, wenn es zu viel Schwarze hat, könnt ihr da mal dann Tabula Rasa machen. Jetzt wird unser Gitter wieder rausgenommen. Gott sei Dank ist der Prototyp von dem Metallgitter. Das ist einfach stabiler wie die Kunststoff, da kann man richtig hebeln und zack, draußen ist es. So wie ich mir das auch für die Zukunft wünsche. Übrigens, vielleicht kann ich das ja hier ein bisschen in Erfahrung bringen. Also Ich bin immer noch bei der Weiterentwicklung von meinem Homehive, speziell was so ein paar Qualitätsgeschichten angeht. Das ist das Gitter meiner Wahl. So ein richtig schönes Stanzgitter aus Edelstahl. Und leider habe ich tatsächlich niemand gefunden, der irgendwie mir das produzieren kann zu einem Preis, wo ich noch ja irgendwie akzeptieren kann, beziehungsweise wo ich auch das Kleingeld dafür habe. Wenn ihr das hört und habt Interesse dran, meinem Homehive zu helfen, zu gedeihen und zu wachsen. Ich weiß, der Bauplan, ich bin euch allen noch den Bauplan schuldig, das kommt noch, ich habe es einfach von der Zeit nicht geschafft. Bei mir ist sehr viel zu tun und nach wie vor steckt mir die Stadt Karlsruhe noch, die ist einfach noch hinter mir her mit meiner Permakultur, da brauche ich gerade ganz viel Fokus drin. Aber ich möchte ja den Bauplan hier für alle kostenlos zur Verfügung stellen. Bin noch überlegen, vielleicht gibt es doch dafür so eine kleine Mindestspende, wo man geben muss, aber es steht noch in Sternen. In allen Fällen gibt es entweder das kostenlos oder für ganz, ganz günstiges Geld, weil ich sage halt, ich habe da eine Technologie für die Bienen jetzt, natürlich habe ich sie entwickelt, aber ich sage das immer noch so, das wurde mir durchgegeben. Ne? Klar habe ich alles hier selber zusammengeschraubt, aber die Inspiration zu diesem Modell, das habe ich bekommen durch die Bienen an sich. Durch die Bienensprache. Nichtsdestotrotz schön, wenn jemand Bock hat, mir zu helfen. Ich suche so ein Gitter. Das da hier ist ganz wichtig für die, sag ich mal, größere Produktionsschiene von diesen Homehive-Modellen. Und eigentlich darf so ein Gitter halt, das muss halt irgendwie unter. Am besten würde ich mir wünschen, so vielleicht 15, 20 Euro so ein Gitterchen. Das wäre cool. Wenn ihr da irgendwelche Kontakte habt oder Firmen kennt, schreibt sie mir doch einfach in die Kommentare rein. Ich kann mir dann da die schönsten Firmen raussuchen. Und dann hoffe ich doch, dass wir vielleicht auch so im Gemeinsamen hier dieses Bienenvolk weiterentwickeln können, dieses System. Wer Anregungen hat zum Thema Bauweise etc., gerne mir E-Mails schreiben. Muss aber auch sagen, im Prinzip ist das ganze Ding wirklich sehr, sehr ausgereift. Auch speziell, was so die Bienentechnik angeht.
Jetzt geht's weiter zum Bienenvolk. Wir haben jetzt die Königin, wie ihr seht, wieder frei zirkulierend. Allerdings muss ich hier jetzt ein paar Sachen ändern, weil ich habe ja, wo die Königin hier hinten auf dem Fangwaben war, ein abgestaffeltes Wabenverhältnis gehabt, wo von der Brutkammer der größten Waben dann so abgestaffelt worden ist, dass die kleinsten Waben auf der Hinterseite sind. Das macht man deswegen, weil man möchte das Brutnest kompakt halten. Und ein Brutnest ist auch demzufolge immer abgestaffelt oder hochgestaffelt, je nachdem, welche Richtung man guckt. Und da wir jetzt hier das verändert haben, müssen wir das jetzt aber auch wieder genauso zurückbauen, wie wir es im ursprünglichen Zustand haben, weil hier ist das Flugloch, das bedeutet, unser Brutkern ist auch dementsprechend in der Mitte, bedeutet, die größten Waben sind in der Mitte und dann ist es abstaffelnd nach außen hin, wo dann die Waben kleiner werden. Mit der ersten habe ich jetzt hier angefangen, leerer Oberträger. Jetzt kann ich im Doppelblock durcharbeiten, weil viel zu gucken gibt es hier nicht. Die Waben sind alle nämlich leer. Hier sind schon mal zwei richtig große. Dann haben wir hier zwei große. Dann jetzt gehe ich mal lieber einzeln. Dann haben wir hier nochmal eine große. Und jetzt könnte man theoretisch schon sagen, wir gucken mal hier mit der Abstaffelung. So, guck mal, die hier ist kleiner. Jetzt machen wir die kleinere schon mal hier hinter die ganz große. Und zack haben wir unseren Kern. Die sind ja alle zu circa gleich groß und die größten sind in der Mitte. Was haben wir dann hier? Das ist diese Neuwabe, wo die Bienen gebaut haben. Das wurde ja wirklich brandneu gemacht. Da war vor 14 Tagen noch nichts. Haben sie mal schnell hingebastelt. Dann haben wir hier unsere Wabe mit der Königin. Und da gibt es jetzt halt noch eine Besonderheit. Seht ihr, normalerweise würde man ja sagen, das ist eine Fangwabe und raus damit, davor mit Varroa. Aber in dem Fall ist es eine Fangwabe, die noch gar nicht verdeckelt ist. Klar, hier. Also wenn wir jetzt genau ins Detail wieder gehen, dann sehen wir schon, hier und dort sind halt mal so ein paar Stellen noch verdeckelt. Wenn wir es jetzt mal aufmachen. Das war jetzt eine Drohne. Und da sind ein paar Arbeiterinnen. Ein paar Arbeiterinnen werden wir verlieren, die Drohnen nicht. Weil mein nächster Volksrhythmus ist für dieses Bienenvolk genau in 14 Tagen. Und in 14 Tagen habe ich hier eine völlig komplett verdeckelte Fangwabe. Und meine Biotechnik mit den Fangwaben kann ich gerade weitermachen. Allerdings darf man da jetzt nicht durcheinander kommen, weil auf gar keinen Fall dürft ihr nachher noch andere Waben abschneiden. Also können wir jetzt zum Beispiel mal einfach sagen, wir machen hier ein X drauf. Kann man auch einen Pin drauf machen oder einen kleinen Farbtupfer im Edding. Also da gibt es verschiedene Ziele zum Wege zum Ziel. Ich darf das halt nicht verwechseln. Weil wenn sie jetzt nebendran noch eine weitere Brutenwabe machen, was sie definitiv machen, dann darf ich nachher natürlich nicht die abschneiden. Ne? Weil alle Varroamilben, die jetzt noch übrig sind, und es sind jetzt halt nur noch mal 20-30% der Varroamilben auf der erwachsenen Biene drauf. So ist ja immer das Verhältnis. Die werden hier auf jeden Fall alle reingehen, bevor die anderen Waben befallen werden. Und dann habe ich sie wieder drin. 14 Tage ist mein Kontrolltermin, kann ich sie komplett rausschneiden. Die Wabe gehört auch hier hin. Und dann haben wir nochmal eine Wabe und die gehört eben hier hin. So, und durch diese Abstaffelung haben wir jetzt halt genau das, was ich gerade meinte. Wir haben wieder einen natürlichen Bogen erstellt und das Bienenvolk sitzt so drin. Und so wollen wir es auch haben. Ich sag's nochmal auf Audio, weil ich glaube, immer wenn ich mich da bück, dann zeigt die Kamera nicht dahin, wo ich hinzeigen will. Also der Bogen, ne? Wir wollen einen abstaffelnden, an die Außenkanten abstaffelnden Bogen mit unseren Waben wieder erstellen. Ist halt Naturwabenbau und da muss man eben auf solche Details tatsächlich achten. Ich finde es ein bisschen schade, dass diese Mittelwandimkerei so wirklich flächendeckend in der Welt die Wahrnehmung auf die echte Bienenbiologie getrübt hat. Ist aber auch auf der anderen Seite genau das Schöne an meinem System, weil hier ist der Umkehreffekt zu 100% beobachtbar und man ist einfach wieder sehr, sehr nahe an der natürlichen Bienenbiologie dran. Ohne übrigens Nachteile für den Menschen.
Die Honigerträge sind bei dem Homehive-System genauso ergiebig wie mit Mittelwänden. Man muss aber auch sagen, weil es halt Mittelwände hat. Ne? Also das war ja hier unten nur der Brutraum mit Naturwaben und hier oben kommen dann wieder die Mittelwände rein für die Honigproduktion. Das machen wir auch wieder hier. Da ist ein Honigraum drauf. Ich habe es extra nochmal hochkant gestellt, damit ich gucken kann, dass da keine Bienen tot gehen. Und zu damit. Seht ihr, wie geil ist das? Eine asiatische Hornisse. Wow, habt ihr das gesehen? Ich hab's auf Band. Die hat sich gerade eine Biene geschnappt. Aus der Luft. In einer Millisekunde. Wie geil ist das denn? Übrigens, ja, also wenn ihr, ich weiß, ich kenne das alles. Die Bienen, die werden gefressen von Hornissen und von Wespen und dann stirbt euer Bienenvolk. Nee, ist Quatsch. Ist wirklich Quatsch. Die Wespen und die Hornissen, das sind die Aufräumer. Die räumen auf. Wenn es eurem Bienenvolk so schon schlecht geht, ja, dann kommen die Wespen und Hornissen und die machen das platt. Aber nicht, weil das Bienenvolk halt das Opfer ist von den Wespen- und Hornissennestern, sondern weil in dem Bienenvolk das Milieu zusammengeklappt ist. Und ein Bienenvolk ohne gesundes Immunsystem ist halt Freiwild. Hier mache ich jetzt nur auf, um das auf Band zu zeigen. Ich habe das ja gerade erst abgeerntet, das Bienenvolk. Und es geht gerade wieder weiter. Wie gesagt, das wird künstlich geboostert, weil es halt die Waschmaschine hier ist vom Betrieb. Das Grünwettersbacher Bienenvolk bekommt wirklich viel, viel Honig zum Futtern. Jetzt machen wir das Ding wieder zu. Mehr gibt es hier erstmal nicht zu tun. Und dann haben wir hier, oh, sag bloß, wir haben das letzte Mal doch Brutentnahme gemacht. Ich sehe es gerade hier. Ich kann mich aber erinnern, dass das ganz, ganz wenig war und deswegen das trotzdem so circa zählt, was ich das letzte Mal gesagt habe. Ich hoffe zumindest, dass ich es auf Band richtig hinbekommen habe und nicht mit einem anderen Bienenvolk verwechselt habe. Ich meine, hier steht auf jeden Fall mal BE vorne, habe ich jetzt gesagt, da war überhaupt keine Brut drauf. Muss ich mir selber noch mal das Band angucken vom letzten Mal. Naja, Verhalten war auf jeden Fall gigantisch gut. Hat da ganz wenig reingeraucht und die haben mir die Ruhe gelassen. Gesund waren sie auch. Die Entwicklung war bombastisch. Der Honig war super und Propolis war super mies. Bleibt mit einem Minuspunkt. Und jetzt kann man eigentlich schon sicher sagen, dass es genetisch veranlagt, dass hier dieses Bienenvolk einfach nicht so viel Propolis macht. Aber ansonsten ist es mit allen anderen Kriterien einfach ein Bombenbienenvolk. Und zum Abschluss wollte ich gerade noch mal jetzt erwähnen, dass wenn ihr mit dieser Technik halt eure Bienen entmilbt, wenn ihr nicht mehr in der Honigproduktion drin seid, könnt ihr die Milchsäure zweimal in Ergänzung zu dieser Brutentnahme nehmen. Und damit hat man halt gerade bei höheren Bienendichten wirklich sehr, sehr gute Karten, dann danach möglicherweise gar nicht mehr zu behandeln, sondern nur diese Brutentnahme in Kombination mit der Milchsäure. In 14 Tagen gucken wir das Volk wieder an. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.